Hello, szevasztok, folytatjuk a Longest Journey című játékot. Nézzük meg a legújabb naplóbejegyzést. Ez itt. 2209. július 30-a vasárnap. A vasárnapok az alvásra teremtettek. Ez így van. A vasárnapok arra valók, hogy lengeruhában mászkálj, filmeket néz, fejfájást kezelj és a barátaiddal lógj a kávézóban. A vasárnapok nem arra teremtődtek, hogy a város legrosszabb környékén egy gyerkőcöt keress, aki a szükséges információkat adhatja meg ahhoz, hogy egy erős vallási kultuszba épülhess be, ami az egész ismert világegyetem átverését tervezi. Erre valók a hétfők. Oké, rendben van. Tehát a világ halálos veszélyben van, és az egyetlen dolog, ami a totális káosz útjában áll, az én vagyok. És ezen a reggelen a Remény utcába kell mennem, Raoul atyával beszélni a katedrálisban, hogy elmondja, hol is találom Warren Hughes-t. Kedves naplom, megjegyzés magamnak, ha legközelebb bárki kiejti ezt a szót, hogy végzett, fuss el a fenébe. Já. Hát akkor feltételezem, hogy metróznunk kell. A katedrális nyilván... Ajaj. Szavazd a köcsög! Hey, Zicke, was hat dich denn gestern Abend geritten? Mi bajod van? Pardon, wie hast du mich eben genannt? Ich führe dich groß aus und zum Dank gibst du mir eine verdammte Ohrfeige? Hast du dich mal gefragt, warum ich dich geohrfeigt hab? Du, das ist mir eh wurscht. Dir wird's noch leid, um mich verkohlt zu haben, Zicke. Az igen. Mit fogsz tenni? Was willst du denn tun? Das wirst du noch merken, April Ryan. Mann, wird dir das leid tun, mich zu verkohlen. Remélem, ez az egy gyerek a saját hányásába fog belefulladni. Jó, akkor menjünk metrózni. Ez a Remény utca is, az a legrosszabb környék is jobb, mint ez a szarházizek. Hát ottan mi történik ottan? Inkább nem zavarom őket. Ó! Eltűnt az alvó emberke onnan. Most ott van egy hölgyemény helyette. Ő nem tűnik hajléktalannak, nagyon nem. Na, kíváncsi vagyok, hogy... Hmm? Na, kapunk egy új megállót, egy új állomást. Igen. Igen. Oi. Aztat. Cirkusz, ez nem néz ki túl egészségesen. Áh, helyé. Vagány. Oha. Hát ez a csaj nagyon belőtte ott magát. Ajjajjajjajjaj. Aluljáró. És ott nem tudok bemenni a 87-es épületbe? 87. Igen, ezt én is látom, szépségem. Katedrális, aha. Jó, hogy ott, ja, látom, aha. Hope Street Station, aha. Hát ez tényleg nem egy bizalomgerjesztő környék. Milyen erős a kontraszt, amikor néhány animáció 60 FPS-sel van megcsinálva, a többi meg ilyen 5-10 FPS-sel.
Ja! Jó, hogy én vagyok az a kicsike pontatlan. Ja, jó, oké. Milyen magas helyen van itt a kamera. Nem lehetett egyszerű ide felrakni ezt a kamerát. Ha. Na, a köcsög galambok itt is. Mindenhol ott vannak ezek a köcsög galambok. Mindenhol. Az ember nem tud tőlük megszabadulni. Átkozott repülő patkányok. Gyóntatószék. Festett üvegablak. Ja, hogy itt nincs tudom. Én azt hittem, hogy ha elindulok erre, akkor vált a kamera. De nem, akkor... Ja, hát akkor egy gyóntatószék felé tudunk menni. Ez az. Miért nem futsz át a padok között, könyörgöm? Ott van bőven arra... Na mindegy. Megkerüli az egész padsort. Aha, itt a pap. Gyóntató főkék. Hát inkább először elmentem. Ein Priester. Guten Morgen. Ich bin Pater Raul. Du kommst nicht aus dieser Gegend, oder? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Nein, ich komme nicht oft hierher. Warum solltest du auch? Dies ist kein angenehmes Viertel. Die Kathedrale ist alles, was der Hope Street an Hoffnung bleibt. Das tut mir leid, Pater. Mir auch. Aber wir schaffen es. Wir schaffen es. Kann ich dir helfen? Ja, Avorrend keresem. Kennen Sie einen Jungen namens Warren Hughes? Den kenne ich tatsächlich. Die Hughes haben hier gewohnt, bevor sie in die Kolonien reisten. Armer Warren. Er wurde von seiner Familie als Waise zurückgelassen. Ich habe ihn seit Jahren nicht gesehen. Wo lebt Warren? Ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt hier wohnt, aber er ist Mitglied einer Straßenbande. Den Rasierklingen, glaube ich. Sie lungern meist vor dem Haus Nummer 87 herum. Sei vorsichtig. Auch wenn sie nicht die schlimmste Bande sind, freundlich sind sie nicht. Und sie mögen keine Fremden. Ich kann schon auf mich aufpassen. Das bezweifle ich nicht. Sei aber trotzdem vorsichtig. Ai. Igen, itt van kinn az utcán a 87-es épület, azt láttuk is 2 perccel ezelőtt. Gehen die Leute immer noch in die Kirche? Ja, einige schon, einige schon. Unser Glaube ist unverwüstlich. Glaube an sich schon. Aber es gibt so viele neue Religionen und neigen die Leute nicht dazu, die alten aufzugeben? Sie kommen zurück. Die Neuerer und die Manus dieser Welt verheißen nur flüchtiges, materielles Glück. Sie bieten keine geistige Erleuchtung. Sie machen sich wegen des Wettbewerbs also keine Sorgen? Wir haben über 2000 Jahre Erfahrung und Tradition, auf die wir bauen können. Nein, ich denke nicht, dass wir umkippen und aufgeben. Ich danke Ihnen, Pater. Schau doch einfach wieder rein, wenn du in der Gegend bist. Egy dolog még bántja a csőröm. Nézd csak! A gyóntató fülkékkel lehet interaktálni, be lehet oda menni. De miért? Vajon miért? Seit meiner letzten Beichte sind mehr als 2 Jahre vergangen. Aber ich bin Chalk. jetzt nicht in Stimmung. Und bei meinem Sündenregister werde ich tagelang den Rosenkranz beten müssen. Csak 2 év. Ha, akkor én meg sem szólalok. Hát akkor menjünk a 87-es épülethez. Ajjá, igen, azt hiszem az a... Igen, ők lesznek azok itt. Várja, nem. Vagy ők, nem, szerintem ők. Itt szerintem... Vagy... Most már be tudunk menni a 87-es épületbe.
Ei, war ja. Ui, April naplója. Vasárnap. Elmentem a Remény utcai katedrálisba, és találkoztam Raúl atyával. Kedves fickó, azt mondta, hogy Warren a 87-es számú épületben lóg. A Remény utcában. Nem Reményen, hanem Remény utcában. Ez a Remény utcai telep 87-es épülete. Nem éppen a legbarátságosabb hely a városban, leginkább egy előbb lőj, aztán lőj újra, majd húzd meg a ravasz néhányszor, mielőtt kérdezel fajta környékhez, és most már nem is vagyok annyira biztos, hogy mielőtt kérdezel részben. Ejj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 
Ja, hogy az ikon az ilyen randi-szerűség, nem mindegy. Hi, Warren. Hast du es dir anders überlegt? Ich tu's. Kluge Entscheidung. Okay, das war so. Mein Vater war von Extra Cool abhängig und ließ sich von der Werbung verführen. Er verkaufte seine ganze Familie an das verheißungsvolle Kolonisationsprogramm, um genug Geld für ein Leben mit Extra Cool zu haben. Er vergaß zwar, seine holde Frau und seine Kinder zu fragen, aber die Firma störte das nicht. Eines Tages kamen sie, um meine Mutter, meine Schwester und mich abzuholen. Ich bin abgehauen, durch das Fenster. Hab die nächsten beiden Wochen in einem Müllcontainer verbracht. Und deine Familie? Das ist es ja, ich weiß es nicht. Natürlich ab in die Kolonien, aber ich weiß nicht in welche. Manchmal trennen sie Familien, aber das erwähnen sie in der Werbung natürlich nicht. Mein Vater ist mir Schnuppe und meine Mutter ist stark und kann auf sich aufpassen. Aber ich will meine Schwester zurück. Ich will nicht, dass sie in einer Mine oder Fabrik endet. Ich soll also herausbekommen, wohin sie deine Schwester gebracht haben. Genau, du begreifst schnell. Finde es heraus und lösche auch meine Strafakte, damit ich endlich die Firmentypen vom Hals habe. Dann bekommst du alle Hilfe, die du brauchst. Oi. Wo liegt das Polizeirevier? Fahr mit der U-Bahn bis Metro West. Du kommst dort an der sogenannten Cop Street raus. Die Straße runter siehst du das Polizeipräsidium. Du kannst es nicht verfehlen. Hopp, megint volt az a hangjelzés. Szerintem ilyenkor kulcsinformációhoz jutott a játékos, ha tippelnem kéne. Ich sollte mich lieber auf den Weg machen. Sei cool, okay? Hát, hazudott. Nem is várnak itt négyen a bejáratnál. Na hát akkor megyünk a rendőrségre, ami a Cop Street-en, rendőrség utcában, kreatív név. Nyugati metró. Azt mondta, hogy nyugati metró. Ó, jaj. Veterán. Ein weiteres unglückliches Opfer der anglo-pazifischen Kriege der 90er. Container. Útlezárás. Igen. Rendőrös. Aha. Ja, kaptunk-e valamilyen April naplója. További vasárnap dolgok. Ha így haladok, új naplót kell nyitnom a hétvégéig. Warren Hughes egyáltalán nem volt rossz fiú, csak szerencsétlen. Keménynek akart látszani, de szerintem inkább lágyszívű. Minden esetre segíteni akar, de előbb néhány szívességet kell tennem neki. Még bűnözőt is kell játszanom. Micsoda öröm. A húgát és a szüleit a kolóniákra küldték, és meg akarja tudni, hogy hova... Hogy pontosan hova kerültek. Rossz itt a szórend. Szóval, bele kell lássam magam a rendőrségi archívumba, hogy amilyen információt csak lehet megszerezzek. Ugyanakkor, ha már ott vagyok, utána kell járnom az Elgárdának, vagy a Voltet templomnak is, ami a fedőszervük itt, Starkban. Ajaj. Na nézzük meg azt a rendőrs. Ezzel a konténerrel még szinte biztosan lesz dolgunk, mert nem véletlen lehet azzal interaktálni. Huh! Hier ist Lucinda Carlyle, live vor dem Polizeipräsidium, wo sich heute ein weiterer sinnloser und tragischer Unfall durch ein Versagen der Technik ereignet hat. In den Trümmern des abgestürzten Shuttles hinter mir suchen Drohnen nach den sterblichen Überresten von über 100 Menschen, die heute ihr Leben bei einem Unfall verloren haben. Ein vermeidbarer Unfall, der nicht hätte passieren dürfen. Vor wenigen Stunden ist ein mit Kolonisten besetzter Shuttle der Brave New World Airlines auf dem Flug zum Metro Tower infolge eines Maschinenschadens abgestürzt. Ohne Vorwarnung stürzte der Shuttle auf diese Straße, zerstörte drei Autos und begrub 9 unschuldige Fußgänger unter sich und 2 Autodiebe bei der Tat. Die Ursache der Tragödie ist noch unbekannt.
Derzeit gibt es noch keine offiziellen Stellungnahmen und wir können nur spekulieren. Und wir werden spekulieren. War der Pilot betrunken? Hatte er Amatin eingenommen? Hatte jemand an Bord eine Bombe bei sich? Hat der Hersteller des Shuttles Monster Limited Billigteile aus illegaler Produktion in Norwegen importiert? Denkbar ist alles. Sogar noch Schlimmeres. Aber gleich, wer verantwortlich ist und wie die Strafe ausfällt. Es wird die grausig entstellten Toten nicht wieder zum Leben erwecken. Es wird Theresa Rosemann, Mutter von 3 Kindern, nicht zu ihrem Ehemann zurückbringen. Der Verlust ist endgültig. Und nur hohe Schmerzensgelder können die Trauer lindern, sie aber nie ganz auslöschen. Das wäre nur durch eine kostspielige Gehirnoperation oder persönlichkeitsverändernde Drogen möglich. Die genaue Zahl der Toten steht noch nicht fest. Es wird vermutlich Tage dauern, sie aus den Tausenden von Körperteilen zu identifizieren, die zur Stunde noch einzeln aus dem Wrack des Brave New World Shuttles 709 geborgen werden. Welche Auswirkungen wird dieser Unfall auf unsere Stadt haben? Wahrscheinlich keine. Wer mit dem Shuttle fliegt, trägt das Risiko. Lucinda Carlyle mit einem Live-Bericht für die Metro Channel Action News. Und damit zurück an Lisa und Dan. Sind wir fertig? Wie war ich? Ja, ja. Und wie sind die Quoten? 5 Millionen? Nur 5 Millionen? Himmel, wir haben gegen die Wiederholung von Gilligans Insel verloren. Das ist zum Verrücktwerden, Gregory. Warum zum Teufel hast... Ja, ja, lass mich bloß mit diesem Mist zufrieden. Du warst es doch, der mir erzählt hat, mit sowas erreiche ich ein größeres Publikum. Wäre ich bloß bei der Spielshow geblieben. Mist. A közvetítés alatt Aprilot mit csinált a kamerának? Ugrált meg mindenfélét csinált. Állomás bejárat. Hát a shuttle lezuhant. Aha. Lézer Gordon. Történt egy kisebb baleset. Menjek be? Azért futott oda? Die Türen sind geschlossen. Hey! Wie komme ich in das Revier? Das ist hier die Frage nicht. Wie meinen? Reinkommen oder nicht reinkommen, das ist hier die Frage. Meine Güte, noch mehr Irre. Oh, ich bin kein Irre, ich bin Schauspieler. Keine Ursache, aber ist das nicht ein Widerspruch in sich? Lady, ihr seid die Grausamste, die lebt. Sind Sie Schauspieler oder Polizist? Beides, Schätzchen, beides. Ich bin Schauspieler, werde aber im nächsten Film einen Polizisten spielen. Er heißt Mad Cop 2. Ich spiele den Freund von Mad Cop, den etwas durchgedrehten Polizisten. Ich glaube, ich habe den ersten gesehen. Er war schlecht. Das stimmt, aber dieser hat das gewisse Extra, das dem Original gefehlt hat. Sie meinen mehr Gewalt, mehr Sex und weniger Handlung? Genau das! És hogy jutok be? Wie komme ich in das Revier? Überhaupt nicht. Heute nicht. Aber ich muss da rein, wenn nun ein Verbrechen geschehen ist. Gut nachgedacht. Ich glaube, sowas meldet man an einer der vielen Rufsäulen in der Stadt. Oder du sprichst einen Polizisten an. Wie Sie? Ich bin nur ein ergebener Diener Ihrer Majestät und eigentlich nur als Stellvertreter eingesetzt. Also, es lohnt nicht. Können Sie mich nicht einfach reinlassen?
Bedenkt mich mit süßer Vergebung, Prinzessin, aber leider kann ich es nicht. Die Türen sind außer Betrieb. Die Türen funktionieren nicht? Sie gehen nicht. Gütiger Himmel, das muss ich sofort melden, nachdem ich mit meinen Polizeiübungen fertig bin. Sagten Sie, die Türen sind außer Betrieb? Richtig. Das Einzige, das heute aus diesem Revier hinein und wieder hinauskommt, sind Polizisten, Gefangene und Müll. Aha, auch ist Container. Ist das nicht so ziemlich das Gleiche? Schnöde Worte aus dem Mund eines Weibsbilds. Wie haben Sie mich genannt? Holde Prinzessin. Schon besser. Wie könnt ihr denn den Müll raus und die Gefangenen reinbringen, wenn die Türen kaputt sind? Die Türen sind zwar außer Betrieb, aber nicht das Tor zur Tiefgarage. Natürlich kommt man nur mit einem Fahrzeug hinein. Die Sicherheitsmaßnahmen sind sehr ausgedehnt. Wie ausgedehnt denn? Sagen wir, sie benutzen radioaktive Verstrahlung? Sie bereiten sich also auf Ihre nächste Rolle vor. In der Tat, holde Maid, das tue ich. Ich wurde für eine Einheit ausgewählt, die das Wesentliche am Dienst Ihrer Majestät erfassen soll. Und welche Einheit soll das sein? Sitte. Wie könnt ihr denn den Müll raus und die Gefangenen reinbringen, wenn die Türen kaputt sind? Die Türen sind zwar außer Betrieb, aber nicht das Tor zur Tiefgarage. Natürlich kommt man nur mit einem Fahrzeug hinein. Die Sicherheitsmaßnahmen sind sehr ausgedehnt. Wie ausgedehnt denn? Sagen wir, sie benutzen radioaktive Verstrahlung? Aztán az új mondani fogó új információt azért kérdeztem rá még egyszer, de nem ugyanazt mondta el. Warum laufen Sie eigentlich immer hin und her? Ich übe mich in der hohen Kunst des Streifegehens. Aha. Das sieht aber nicht nach Streife, sondern eher wie Schauspielerei aus. Mist! Und ich dachte, ich würde Fortschritte machen. Vielleicht sollten Sie etwas lockerer werden. Ja, aber dieser verdammte Anzug zwingt alle, sich auf dieselbe Weise zu bewegen. Ich kann den Charakter einfach nicht herausarbeiten. Danke und viel Glück. Oh, trennen ist ein süßer Schmerz. So lebt denn wohl, Prinzessin. Bis wir uns wiedersehen, lebt wohl. Igen, ajtó ugyan nem működik, de ugye mondta, hogy a szemetet, a szemét az be tud jutni. Mármint, hogy bánt a konténer, meg gondolom, hogy a szemetet ki kell vigyék. De szerintem be kell másznunk az üres konténerbe. De ez még csak tipp. Én mondtam, hogy meg kell vele interaktálni. Csak kérdés az, hogy mikor viszik el, meg hogy mikor kell bemásznom, meg hogy számít-e egyáltalán, hogy mikor kell bemásznom. Vagy egyszerűen... Und fast leer, bis auf ein paar klebrige alte Zeitungen und Flaschen. Ja. Hát, sajnos be kell másznod. Még ha nem tetszik, akkor is. Das ist ja eklig. Und ich in meinem Lieblingstop. Hey, ist das nicht ein Fellhandschuh? Igitt, nein, es ist eine tote Ratte. Ich werde den anderen Handschuh in der Ecke nicht untersuchen. Ich glaube, der hat sich gerade bewegt. Pfui. Wie völlig sinnlos das ist. Und ich rieche schon nach diesem Ode-Müll. Ez azt jelenti, hogy nem most kell bemászni a konténerbe, hanem előtte valamit csinálni kell. Ein weiteres unglückliches Opfer der anglo-pazifischen Kriege der 90er. Lehet, hogy ki kell deríteni. Ki kell talán deríteni, mikor szállítják eine el, vagy mi? Eine maschinell gesteuerte Straßenblockade.
Man sieht sie überall in der schlaglochdurchsetzten Stadt. Eine kleine Kontrolltafel. In der Anzeige steht 3018. 3018. Várjál már. Eine numerische Tastatur. Aber ich habe keine Ahnung, welche Zahl ich eingeben muss, um die Straßenblockade zu verschieben. Hát 3018, nem? Messze nem tudod. Ne idegesíts fel. Először ezt a blokkádot el kell valahogy tüntetni? Ich habe das Gefühl, mich starrt jemand an. Igen, csak én. Addig hiába mászok be, ugye? Das ist totale Zeitverschwendung. Ich meine, was wird schon passieren? Der Müllwagen fährt nicht mal an diesem Container vorbei. Ja, hogy az volt a szemetes autó. Ó! A konténert valahogy el kell mozdítanom. Vagy először meg kell tudnom az útlezárás feloldó kódját. Lehet, hogy meg kell kérdezni attól a csávótól. Ez lesz szerintem a kukás autó. Aha, kukás, ki is van írva, jó van. Na várjál. Villogó eszköz. Ich habe das Gefühl, mich starrt jemand an. Wenn ich mich nicht irre und wenn ich mich richtig an den Technikunterricht erinnere, ist das eine Antigravsteuerung. Sie scheint vollkommen intakt zu sein. Aha. Eine Antigravsteuerung. Ich kann nicht durch den Zaun ohne Alarm auszulösen oder Schlimmeres. Der Laser würde mich rösten. Ein Hochspannungslaserzaun. Die Farben zeigen an, dass hier militärische Laser eingesetzt werden. Hm. Ein Polizist. Er bewacht das Wrack. Weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Abgesehen von dem abgestürzten Gleiter da? Nein, sowas sieht man jeden Tag. Wie bitte? Dutzendfach. Gleiter stürzen dutzendfach ab? 15 die Woche, Madam, mindestens. Allein in dieser Stadt. Aber es heißt doch immer, Gleiter wären das sicherste Transportmittel. Statistisch gesehen schon. Aber sobald sie an Bord sind, sinken ihre Überlebenschancen dramatisch. Was? Sie sind das sicherste Transportmittel für Fußgänger. Die Wahrscheinlichkeit, von einem abstürzenden Gleiter getroffen zu werden, ist relativ gering. Vielen Dank, dass Sie mein Vertrauen in die moderne Technik ruiniert haben. Wir sind hier, um zu schützen und zu dienen. Ist es nicht eigentlich andersherum? Gehen Sie weiter, Madame. Hier gibt's nichts zu sehen. Abgesehen von den entflohenen Häftlingen hinter Ihnen? Ich bin heute zum Sonderdienst eingeteilt, Madame. Der entflohene Gefangene soll sehen, wo er bleibt. Wo ist denn die Wache, die während meiner Abwesenheit die Unfallstelle bewachen soll? Wie wär's mit mir? Ich kann sowas gut. Das war nur eine rhetorische Frage, Madame. Sie sind nicht qualifiziert. Und jetzt gehen Sie bitte weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Abgesehen von Ihnen, Wachtmeister. Wie? Mir? Ich habe Männer in Uniform schon immer gemocht. Ja, ja, ne. Tut mir leid, Madame, ich bin schwul. Und jetzt gehen Sie bitte weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Ups! Hat April. Ausgenommen.
Zum letzten Mal. Gehen Sie weiter. Hier gibt es überhaupt nichts zu sehen. Nichts. Habt ihr Leute denn nichts Besseres zu tun? Geht es Ihnen gut, Wachtmeister? Danke, Myrte. Mir geht es sehr gut. Nur der ganze Staub vom Absturz bringt mich zum Husten. Hát éppen ez a női taktika, ez nem jött be. Tessék, kapsz egy cukrot, nem? Nem kell? Nem kell. Nála nem lehet rákérdezni a kukás autóra, mert megpróbálom a másik csávónál. Úgy tuti valami bonyolult téma lesz. Attól tartok, ez bonyolódni fog itt történet. Hey! Schön euch wiederzusehen, holde Prinzessin. Auch ein einfaches Hallo hätte gereicht, danke. Wenn du es wünschst, dann sei es. Hallo! Erstmal, aha. Nem, a kódra szerettem volna rákérdezni, az útblokád kódjára. Nem tudom, hogy az hogy tudom. Polizei von Newport, ein holographisches Emblem. Tehát bent sem, és itt sem tudok mit csinálni. Az biztos, hogy azt a vezérlő egységet valahogy már föl kell vegyük, ahhoz pedig azt kell valahogy elérni, hogy őt majd szerintem el kell küldeni, vagy el kell terelni a figyelmét, valahogy majd ki kell kapcsolni a lézert, és utána fel tudjuk azt ott venni, azt a vezérlő egységet. Úristen. De egyelőre halvány lila fingom sincs, hogy hogyan. Az útlezárás kellene valahogy. Die Route des Müllwagens führt offenbar unter dem Polizeipräsidium hindurch. Dort laden die Polizisten wahrscheinlich ihren Müll ab. Und die gefolterten Körper unwilliger Zeugen. Der Müll wird also im Revier abgeladen. Ich muss nem mondod, hogy ezek után. Na várja. Csak ennyi hiányzott? Ennyi. Analysis hiányzott? Ich kauf nur bei T-Rex ein. Nicht, dass ihr Essen besonders gut oder billig wäre, aber ich liebe ihre Werbekampagnen. Die sind einfach cool. Vor allem die mit dem Dino-Roboter, der die Konkurrenzkette buchstäblich platt gemacht hat. Ich weiß nicht, ob dabei jemand verletzt wurde, aber die Kampagne war der Renner. Okay. Ja, das check ich da. Eine kleine Kontrolltafel. In der Anzeige steht 3018. Ja. Eine numerische Tastatur. Aber ich habe keine Ahnung, welche Zahl ich eingeben muss, um die Straßenblockade zu verschieben. Nem most mondta a kódot. Vagy az csak a kijelzőnek az azonosítója, és nem az a feloldó kód. De nincs értelme ide. Vagy? Das ist totale Zeitverschwendung. Aha. Ich meine, was wird schon passieren? Der Müllwagen fährt nicht mal an diesem Container vorbei. Én ezt értem, csak azt nem értem, hogy ezt az útblokkádot hogyan tudom feloldani. Hol van ennek a kódja? Én csak ezt nem tudom.
És azt sem tudom, hogy ezt hol tudhatom meg egyáltalán. Hát a két rendőrnél nem lehet rá kérdezni, már pedig ők lennének a... talán a legkompetensebbek a témában, nem? Der Müll wird also im Revier abgeladen. Igen. Da steht Calavera Crossing MCW. Die Straßenkennnummer lautet 0092. Nem lehet, hogy az utcatábla, utca azonosítója? Lesz a kód? Da steht Threadbare Lane MCW. Die Straßenkennnummer lautet 3018. Nem értem, hogy... Én most azt nem értem, nagyon-nagyon nem értem, megint egy totál logikátlan hülyeség a játékban, hogy... Basszus, attól, hogy nem tudja a kódot, miért nem lehet próbálkozni? Miért nem lehet megnézni és beütni egy kódot? Mi van, hogyha mondjuk ez vagy annak az utcának az azonosítója a kód? Tehát, hogy a játékos miért nem próbálhatja legalább... meg. Miért nem próbálhat meg beütni egy kódot? Főleg, amikor a játék egyértelműen hülye biztosan mondott már két kódot is, akkor miért nem lehet azokat megpróbálni? Nem ez lenne a logikus? Akkor ezt a két kódot, amit most észrevettem, akkor megpróbálom itt beadni? De nem. A játék azt mondja, hogy hát nem tudom a kódot. Hát, és? Hát, miért nem próbálsz meg egy... Die Straßenblockade verschieben, wenn ich die Kennnummer der angrenzenden Straße eingebe. Was? Ez most kom... Jaj... Meg kellett vizsgálni a két utcatáblát? Ennyi volt a trükk. Meg kellett vizsgálni a két utcatáblás, és utána már tudta a kódot. Vizó... Na de ó. Most jók vagyunk. Ah! Bleibt mit euren Pfoten weg! Was? Das war eklig, was ich alles tun muss, um die Welt zu retten. Ich meine, der Geruch, das klebrige Zeug, dann noch die Ratte. Widerlich. Vom Gestank ganz zu schweigen. Ich glaube, der geht nie mehr weg. Ich werde den Rest meines traurigen Daseins nach altem Fisch und verfaulter Pizza schmecken. Na, látod? Ja nem, már akkor megint vissza... akartam mondani, hogy most kéne hazamenni lefürdeni, de akkor megint vissza kéne mászni a kukába. Na, akkor ja, meg ugyanott vagyunk. Rossz fickó. Tényleg az? Elítélt. Halunken erkennt man schon an den Augen und am üblen Benehmen. Tuvok? Was? Tuvok? Ist Tuvok? Die Türen sind geschlossen. Ein Video von... Ajtó, szerszámos láda. Ein Werkzeugkasten. Ja. Darin liegt ein Stück Papier. Hát vedd fel azt a papírt. Irgendein Anforderungsformular oder ein Arbeitsauftrag. Vereinigte Bokamba Mörser Gewerkschaft. Formular 09042.
kurzfristige taktische Aufhebung der Vorteile für Gewerkschaftsmitglieder, der Durchschlag eines alten Arbeitsauftrags. Arbeitsauftrag? Lehet, hogy valami a munkásnak kell kiadni magunkat. Panel, ajtó, őrmester. Képe, ojaj, ojaj, ojaj. Ojaj. Die Schalttafel ist geschlossen. És nyilván azt fogja kinyitni azt az ajtót, ugye? Geschlossen. Ja. És egyébként... Es ist vollständig gesichert. Ich kann es nicht öffnen. Okay. Sie lassen sich nicht von Hand öffnen. Oh, jó. Csak megpróbáltam. Biztos, nem biztos. Hát akkor... Beszéljünk az őrmesterrel először. Leichtes Übergewicht, muffelige Art. Wenn ich den vielen Polizeiserien trauen darf, muss das die wachhabende Polizistin sein. Verzeihung, Madam. Ja, was kann ich für Sie tun? Wo befindet sich das Archiv? Das Archiv? Sie sind keine Polizistin, oder? Kérdés az, hogy az irattárba más is bemehet-e, mert ezt nem tudom. Tehát most hazudnom kell, rendőrnek kell kiadnom magam. Ich bin in der Ausbildung auf der Polizeischule und ich muss in das Archiv, um dort etwas nachzuschlagen. Sie sind also in der Ausbildung? Aber klar doch. Was tun Sie denn hier? Sie sollten in der Schule sein, Liegestütze machen und lernen, wie die Profis zu reden. Es geht um das Archiv. Sie sind doch keine Polizistin, oder? Was ist, wenn ich es nicht bin? Sie können da nicht rein, Capito. Zutritt nur für Polizisten. Aha. Außerdem sind die meisten Türen im Gebäude einschließlich dieser außer Betrieb. Keiner geht rein, keiner kommt raus. Tschutsch. Und solange diese überbezahlten, unterbeschäftigten Wartungstypen nicht ihren Hintern bewegen und wieder an die Arbeit gehen, wird das auch so bleiben. Oi, oi. Trotzdem vielen Dank. Tudod, hogy mi lesz itt? A szervizes fickókat kell valahogy munkára bírni. Itt az lesz a feladat, én már látom előre. Sie schon wieder, was wollen Sie denn jetzt? Trotzdem vielen Dank. Igen, most már igen. Ez mondjuk így viszont logikus, hogy így már nem lehet azt mondani, hogy de, mégis rendőr vagyok. Die Türen sind geschlossen. Ah, ők a... Aha! Neki kellene megjavítani az ajtót. Pocakos. Ein dünner Typ im roten Overall. Er sieht wie ein Servicetechniker aus. Hallihallo! Wie? Bist du ein Engel? Kommst du, um mich in den Himmel zu bringen? Es hat keinen Zweck, mit George zu sprechen. Seit seiner Überdosis extra cool ist er nicht mehr ganz richtig im Kopf. Ich lass ihn nicht mal mehr den Hammer halten. Akkor veled kell beszéljek. Hi. Was willst du? Wir haben gerade Pause, Süße. Warum arbeitet ihr denn nicht? Wir machen unsere vertragsmäßige Kaffeepause. Ah ja, aber ihr esst ja gar nichts. Wir sind schon fertig mit Essen. Aber wir haben noch Pause. Paragraph 16 des Vertrages. Ich zitiere.
Unzureichende Verdauung kann zu Schäden bei weiteren arbeitsbezogenen Tätigkeiten führen. Ende des Zitats. Was heißt das? Wir lassen das Essen sacken, Süße. Mhm. Ihr seid hier, um die Türen zu reparieren? Das stimmt. Aber stattdessen sitzt ihr nur rum. Das stimmt. Und ihr habt nicht vor, schnell wieder an die Arbeit zu gehen. Das stimmt. Und das stört euch überhaupt nicht. Das stimmt. Ich könnte alles zu euch sagen, alles. Das stimmt. Und die Antwort wäre immer... Das stimmt. Ach, so viel zum Thema Produktivität. Ja, ich weiß, das stimmt. Mia, sag mal. Entschuldigung, wie rieche ich? Riechen? Machst du mich an, Süße? Was? Ich weiß nicht. Sonst bin ich den Frauen egal. Ich wollte nur fragen. Ich möchte keine gute Anmache verpassen. Ich hab dich gefragt, wie ich rieche. Ja, richtig. Wie faulige Pizza und... ist das Lachs? Geräuchert. Ja, und einen Hauch von Rum. Ich hatte einen Unfall mit einer Flasche in einem Müllcontainer. Das passiert mir ständig. Du bist also nicht allein. Für sowas treffen sie sich jeden Mittwochabend in der Stadt. Ich habe kein Alkoholproblem. Du willst es dir nicht eingestehen, Süße. Das will keiner. Aber wer riecht denn hier nach Rum? Ich jedenfalls nicht. Zumindest heute nicht. Es wäre furchtbar nett, wenn ihr die Türen reparieren würdet. Und es wäre furchtbar nett, wenn du verschwinden und uns in Ruhe lassen würdest. Gibt es irgendetwas, womit ich euch zurück an die Arbeit bringen kann? Nein. Außer im Notfall werden wir uns in nächster Zeit hier nicht wegbewegen. Wie sieht so ein Notfall denn aus? Jedes mit einem in dreifacher Ausfertigung unterschriebenen Arbeitsauftrag der Gewerkschaft verbundene Ereignis. Was für ein Arbeitsauftrag? Na, du weißt schon. Wegen des Arbeitsauftrags. Ja, welchem denn? Dem für Notfälle. Du meinst den Arbeitsauftrag kurzfristige taktische Aufhebung von Vorteilen für Gewerkschaftsmitglieder? Genau den meine ich. Wenn du einen solchen Auftrag mit der richtigen Unterschrift hättest, müssten wir unsere Kaffeepause früher abbrechen. Natürlich nur aus taktischen Gründen. Auf diese Weise können wir unsere Arbeit termingerecht abschließen. Ist die Bürokratie nicht was Herrliches? Büro was? Vergiss es. Wo bekomme ich das Formular für solche Arbeitsaufträge? Was für ein Formular? Das Auftragsformular kurzfristige taktische Aufhebung von Vorteilen für Gewerkschaftsmitglieder. Bei jeder offiziellen Stelle, für die wir arbeiten. Genießt eure Kaffeepause, Jungs. Bei den Sonntagszuschlägen, die wir kriegen... Darauf kannst du wetten, Süße. Na, was denn voll? Das ist der Arbeitsauftrag von letzter Woche. Das war furchtbar. Ich bete jede Nacht, dass wir nie wieder unsere Kaffeepause opfern müssen. Du kannst es behalten. Es macht mich krank, wenn ich das Ding nur sehe. Hat es erst noch nicht. Das ist der Arbeitsauftrag von letzten... Ja. A fenébe. Ez a múlt heti. Jaj, nem már! Nálam miért nem lehet újat kérni? Verzeihung, madam? Sie schon wieder? Was wollen Sie denn jetzt? Aha!
Aha! Ich brauche das Auftragsformular Nummer 09042. Kurzfristige taktische Aufhebung von Vorteilen für Gewerkschaftsmitglieder. Warten Sie hier. Aha, most valami történni fog. Az oké, hogy ad egy űrlapot, de azt nekem ki is kell töltenem? Tehát ki fogja azt kitölteni? Bitteschön, Fräulein. Gewerkschaftsformular 090. Ez csak egy űrlap, de az alapból üres. Vagy nem? Vereinigte Bukamba-Mörser-Gewerkschaft. Formular 09042. Kurzfristige taktische Aufhebung der Vorteile für Gewerkschaftsmitglieder. Der Arbeitsauftrag ist nicht ausgefüllt. Hát ez a baj. Hát ez a baj. Nincs kitöltve. Ezt mond, pontosan ezt mondtam. Nincs kitöltve, mert a másik... Vereinigte Bukamba-Mörser-Gewerkschaft. Formular 09042. Kurzfristige taktische Aufhebung der Vorteile für Gewerkschaftsmitglieder. Der Durchschlag eines alten Arbeitsauftrags. Das ist der Arbeitsauftrag, den der korpulente Mann erwähnt hat. De most az a nagy kérdés, hogy ez ki fogja kitölteni, mert most így... Várj, ha ezt én odaadom neki... Hát az... Ich sollte diesen Arbeitsauftrag lieber erst ausfüllen. Hát ez az, de azt hogyan? Szépségem! Repariert die verdammten Türen. Gezeichnet? Der Polizeipräsident. So. Értem, jó, oké. Ez egyszerű volt, mint gondoltam. Ja, csináltam meg azt az átkozott ajtót. Das ist für euch. Was ist das? Ach, nur ein kleines Formular. Genannt kurzfristige taktische Aufhebung von Vorteilen für Gewerkschaftsmitglieder. Sag das nochmal. Lady, weißt du, was du da getan hast? Du hast unsere Kaffeepause unterbrochen. Das ist ein offizieller Arbeitsauftrag. Das kann nicht sein. Moment mal. 09042. Das ist aber nicht die 09042-A, oder? Nein. Nur die einfache 09042, ohne alles. Heute ist Sonntag. Da ist der Auftrag ungültig. An Feiertagen brauchst du das Formular mit Anhang A. Anhang für Feiertage. Das bringt uns dreifache Zuschläge. Also? Also bleiben wir hier sitzen und machen weiter Pause. Und jetzt verschwinde. Das nem hiszem el. Ezt komolyan mondom, hogy nem hiszem el. Azt szinte sebbe kéne rúgni. Azt a csávót. Verzeihung, madam? Sie schon wieder, was wollen Sie denn jetzt? Es tut mir leid, aber ich brauche auch den Anhang zum Formular 09042-A. Den was? 09042-A? Warum zum Teufel haben Sie mich nicht gleich danach gefragt? Weil ich ein nachtragendes Miststück bin und es liebe, Sie zu quälen. Es ist meine Lebensaufgabe, Sie auf ewig zu jagen und mit sinnlosen Anfragen nach Formularen und Dokumenten in den Wahnsinn zu treiben. Warten Sie hier. Kiváló válasz volt. Jó, a népri lejt lesz szimpatikusabb. Na jut, Gewerkschaftsformular Nummer 09042-A. Und das sollte es lieber gewesen sein. Also... Vereinigte Bukamba-Mörser-Gewerkschaft. Formular 09042-A. Kurzfristige taktische Aufhebung der Vorteile für Gewerkschaftsmitglieder. Anhang öffentliche Feiertage. Das ist schick. Kötschig.
Okay, das ist für dich. Ich hoffe, es ist das Richtige. Warum lässt du uns nicht in Frieden? Hast du nichts Besseres zu tun? Nein. Hier habt ihr den Arbeitsauftrag auf dem Formular Nummer 09042-A. Die kurzfristige taktische Aufhebung von Vorteilen für Gewerkschaftsmitglieder mit dem Anhang für Feiertage. Verdammt, sie hat uns dran gekriegt. George, heb deinen müden Hintern hoch. Dank dieser netten jungen Lady müssen wir uns wieder an die Arbeit machen. Sie war schön. Gern? Jó, és akkor én azt hittem, hogy hamarabb megjavítják. Ezt még nem néztük meg. Dieses Telefon. 099-12090. Aha. Ein altes Bildtelefon. Antike, veraltete Technik. Bildübertragung ist völlig aus der Mode gekommen. Ez mi besetzt. Was für eine Überraschung. Aj, ne már. Haza tudok telefonálni. Várjál, mi az, hogy haza? Ich habe nicht mehr mit Mutter gesprochen, seit ich von zu Hause weg bin. Ich sollte sie anrufen. Ez nem rossz ötlet. Lehet addigra... kijavítják az ajtót. Hallo? Hi, Mama? Hier ist April. Wie geht's dir? Wo bist du, Liebling? In der Stadt, Mama. Das weißt du doch. Warum hast du nicht angerufen? Ich habe mich zu Tode geängstigt, Liebling. Hast du denn meinen Brief nicht erhalten? Doch, und ich kann nicht verstehen, warum... Siehst du, genau das ist doch das Problem. Du kannst es nicht verstehen. Es war ungerecht, dass du deinen Vater so hart angegangen bist. Du hast ihm sehr wehgetan, weißt du das? Und ich meine nicht nur den Tag, an dem du ihn die Treppe heruntergestoßen hast. Oh. Und was ist mit mir? Glaubst du denn, er hat mir nicht wehgetan? Bist du so blind, dass du das nicht sehen kannst? April, du weißt doch, dass ich in dieser Sache für keine Seite Stellung beziehen kann. Nein. Natürlich nicht. Du nicht. Nie. Aber egal. Wie geht... Ist Vater in Ordnung? Ich meine, nach dem Sturz? Er hat sich einen Arm gebrochen und musste deshalb zu Hause bleiben. Deshalb ist das Geld knapp. Wir mussten Danny bis zum nächsten Halbjahr von der Schule nehmen. Mama, du kannst mich dafür nicht verantwortlich machen. Wenn du nicht so überstürzt fortgelaufen wärst. Dann wäre ich jetzt wahrscheinlich tot, Mama. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Bitte, lass uns jetzt nicht darüber streiten. Ich wollte einfach nur deine Stimme hören. Bitte, komm nach Hause, April. Wir lieben dich noch immer. Nein, danke, aber nein. Das kommt nicht in Frage. Hör zu. Ich muss gehen. Ich bin hier mitten im Geschehen. Pass auf dich auf, ja? Ist gut, Liebling. Ich hab dich lieb. Ja, ich dich auch, Mama. Wiedersehen. Hm. Ez volt a legörömtelibb videóhívás. Inkább telefonhívás. Ők még mindig dolgoznak a panelen. Die Türen sind geschlossen. Ja. És akkor most?
Naja. Jó, és akkor honnan tudjam, hogy ez meddig... Die Türen sind geschlossen. Ja. Nein. Na, miért? Nein. Nem. Okay. Halunken erkennt man schon an den Augen. Tuvok? Tuvok. Ah, te vagy egy Tuvok. Igen. Nem tudom. Adja cukorkát itt valakinek? Kell valakinek cukorka? Hello? Valaki? Akárki? Nem. Kell valakinek egy műanyag levél darab? Nem? Senki? Senki többet harmadszor? És most? Verzeihung, Madam? Sie schon wieder, was wollen Sie denn jetzt? Trotzdem vielen Dank. Én azt hittem, hogy mondani kell neki, hogy már javítják az ajtót. Beszélnem kell megint velük? Ezt szerintem már nekik elegük van belőle. Tja, wer weiß. Das ist gar nicht so einfach, Süße. Schön, dass es dir wieder gut geht, George. Mister, das Flugzeug. Ah, szegény vékony fiszkó, teljesen lóló. Szerszámos láda. Ein Werkzeugkasten. Ja. Wie geht's voran? Tja. Die Schalttafel ist offen. Es hängen einige Drähte raus. Ich habe gemuscht. Most próbálok agyalni, hogy erről a helyszínről nem tudunk elmenni sehova. Tehát valamit itt kell alkotni, csak nem tudom, hogy mit. Jó. Lesz. Ein Bildtelefon. Bildschirm und Kamera sind kaputt. Aha. Videótelefon, de a kamera nem működik. Ha tehát hagyományos telefon, akkor feltéve a mikrofonja működik, meg a hangszóró. Hát, ezt nem vették fel. Hát de mit kell most csinálni? Szurkáljam meg őket, hogy gyorsabban dolgozzanak? Vagy mi? Tehát, hogy... Ott nem tudok csinálni semmit. Die Türen sind geschlossen. Hát ez az. Besetzt. Was für eine Überraschung. Ezt meg magunkkal hoztuk, ugye? A harmadikat még nem kézbesítettük. Ott hagytuk a térképárust a pászban. De itt meg fel tudom hívni ezt a számot, de ugye nem veszik föl.
Lehet, hogy... Várjál csak. Van egy ötletem. Van egy ötletem. Nem biztos, hogy bejön. Hey, da ist ein Anruf für dich. Für mich? Wer ist dran? Ich glaube, es hat was mit der Gewerkschaft zu tun. Aus dem Weg, Lady. Aha! Most már csak a másik csávót kell valahogyan onnan... Sejtettem, mert amikor észrevettem, hogy amikor kicsörög, akkor lehetett már interaktív, tehát akkor lehetett használni a kurzort, nem volt letiltva. Ugye azért sejtettem, hogy amíg csörög, addig kell valamit csinálni. Már csak őt kéne várj egy kicsit. Einer blau und einer rot. Csúcs! Ich komme nicht an die Drähte ran, während die Typen dort arbeiten. Ich muss sie ablenken, um sie von der Schalttafel wegzulocken. Igen, igen, gondoltam, igen. A másik csávót hogy tudnám... Mivel tudnám elcsalni? Ugye, egy kicsit lóló. Cukor? Nem. Mivel lehetne a másik csávót? Hát így... Lehet, hogy túl bonyolítom? Für mich? Mich ruft keiner an. Mit Ausnahme meiner Mami. Ist es meine Mami? Es könnte durchaus ihre Mami sein. Oh, danke. Jo, es túl bonyolítottam. Okay. Die Schalttafel ist offen. Es hängen einige Drähte raus. Na, es ist riskant, csak. Aber ich könnte versuchen, die Drähte miteinander zu verbinden. Voilà. Ich bin ja so gut. Jó, tehát April pár másodperc alatt megcsinálta azt a melót, amit ők, a hivatásos szerelők nem voltak képesek. Jó, oké. Nincs több kérdésem. Sie können da nicht rein. Zutritt nur für Polizisten. Fuck. Ich muss sie ablenken. Aber wie? Ja, hogy a nő figyelmét is el kell tereljem. Az övét is el kell tereljem. Igen, az a kérdés, hogy hogyan? Az ő figyelmét... Várjál csak! Ki tudok már? Geschlossen. Aha, jó, tehát még mindig nem lehet elhagyni a területet. Mal sehen. Welches Formular ist am schlechtesten zu erreichen? das Sammet. Jo, okay. Im Regal befiehlt, melden Sie unfreundliches oder unanständiges Benehmen von Bingo oder BM-Personal Formular 31366. Jó, már értem, a legnehezebben elérhető űrlapot fogjuk kérni. De egyébként ezt a rendőrséget sem értem, tehát, hogy... miért egy ember adja ki az űrlapokat? Tehát alapból ezek üres űrlapok. Miért nem rakják ki valahova ide, ahol mindenki eléri őket, és akkor nem kell egy embernek folyamatosan ugrálnia emiatt. Hát nem lenne sokkal egyszerűbb? Tehát, ugye, hivatalokban se úgy van, hogy kiválad a sorod azért, hogy kérhess egy üres űrlapot, hanem már kitöltött űrlappal kell oda menni, tehát, hogy... Na mindegy, ez olyan számomra, ez nagyon-nagyon értetetlen megint. Na jó! Verzeihung, madam? Sie schon wieder, was wollen Sie denn jetzt?
Ich hätte gern das Beschwerdeformular für unanständiges und unfreundliches Benehmen. Nummer? 31366. Warten Sie hier. Tschüsschen! Sie lassen sich nicht von Hand öffnen. Scheiße. Hú, éppen hogy! Ez nem sokan múlott. Ez éppen hogy csak bejutottam. Ez úgy nagyon kevesen múlott. Aha. Arra nem lehet. Hogy visszhangzik a... Ez ich mag meine Klamotten. Billig, aber cool. Így van. Oda nem lehet. Mindenhol csörög a telefon. Tábla. Umkleideraum. Ja, öltöző. Bingo! Üdítő automata. Retina Scan. Oh, die beliebteste Limonade der Welt. Und nach dem verheerenden Limo-Krieg von 2159 auch die einzige Limonade der Welt. Üdítőháború. Angesichts der Tatsache, dass ich mich in einem Polizeirevier befinde, wäre es vernünftig, die Limonade erst zu bezahlen. Mal sehen. Cola, Zitrone, Limone, Zitrone-Limone, Erdbeer, Erdbeer-Limone, Erdbeer-Cola, Kirsch-Cola. Ich bleib beim althergebrachten Bingo. Classic. Langweilig, aber sicher. Na, most van egy üdítő. Aha. Retina Scanner. Ezzel még meg fog gyűlni a bajom szerintem. Ein Netzhautscanner. Gegenüber den genetischen Scannern schon ziemlich veraltet. Aber ich glaube, das stört hier niemanden. Ja. Öltöző. Ez nem hangzik túl jól. Szekrény. Sergeant Anthony MacDonald. Oké. Okay. Sergeant Marty Lode. Oké. Okay. Sergeant Maria Hernandez. Ja? Sergeant Rick Mahoney. Sergeant Russell Franco. Itt valaki nagyon-nagyon erőlködik. Sergeant Frank Minelli. De ott mintha valami világítana a Minelli öltöző szekrényében, nem? Tehát itt közös öltöző van ezek. Ajaj! Aj! Ojaj! Oja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 j
Csak erőködjé! Bár hogy... Hogyha az ember van meghajtja, akkor pont nem kell röködni. Na, nem mindegy. Folyosó. Csak az öltöző fele tudok menni, és... Feltételezem ide... Aha. Várja csak. Várja. Archív. Igen. Gondoltam. Oh nein. Das Überwachungssystem würde mir die Augen rösten. Hogy lehet ide bejutni? Minelli öltöző szekrényét nem lehet valahogy... Az öltözőben nem lehet semmi más csinálni. Csak ezzel a csávóval beszélni. Lehet, hogy... Most van egy új dialógus opció? Halló? Wer ist da? Sergeant Hernandez. Maria? Dem Himmel sei Dank, dass du da bist. Hör zu, ich brauche meine Magenmedizin aus dem Umkleideschrank. Hier ist der Schlüssel. Oh. Jó, jó van, majd visszajövök. Még erőködj egy kicsit. Akkor, jó, oké, nem a fosásra erőködik, hanem csak nagyon fáj a hasát. Mondom, megérdemelte. Na hát, úgy kell neki, miért kellett bunkóznia? melyik is volt? Hernandez. Nem? Vár, melyik volt a Hernandez? Sergeant Rick Mahoney. Sergeant Frank Minelli. Minellinek a... Aha. Jó. Nyitott szekrény. Tükör. Ein Behälter für ein künstliches Auge. Ich denke mal, dass Frankie Boy so ein Ding benutzt. Wenn man ihn anschaut, fällt es kaum auf. Magenruh. Die schnelle Hilfe, wenn der Magen nicht will. Hát de ebből el kéne vinni egyet, nem? Ein Behälter für ein künstliches Auge. Er ist leer. Ja, ja, jó. Ja. Oké. Tehát először meg kell szüntetni a hasfájását. Meg kell várni, hogy letegye ide a... Hát a szemét, aztán majd azzal a szemmel talán be tudunk jutni az archívumba. Ójaj. Sergeant Minelli hat die Tür seines Schrankes einmal zu oft zugeworfen. Mann, das bedeutet 7 Jahre Pech. Jetzt habe ich nicht ganz so ein schlechtes Gewissen, ihn reinzulegen. Ah, ja. Oh, dem Himmel sei Dank! Az igen. Nem kéne nekem eltakarodnom innen? Mert azért gondoltam, hogy el kell tűnnöm onnan, mert a kijön a klotyóról, ő fel fog ismerni. És lehet azonnal beköp. Aztán ott vége a dalnak.
Marschriest. Die Duschen. Natürlich nicht nach Geschlechtern getrennt. Igen. Kezdő söltözés, kezdő zuhányzó. Az jó, az jó. Ari! Die Duschen. Natürlich nicht nach Geschlechtern getrennt. Ich könnte eigentlich eine Dusche gebrauchen. Aber nein. Igen, amíg mondjuk itt ez a csávó, addig lehet, hogy, ja. Bár itt lenne rá lehetősége, ha már úgy bűzlik. Bár, ja, mondjuk hiába zuhanyzik le ugyanazokat a ruhákat, húzza fel megint, akkor aztán semmire nem megy. Ejjjj. Na most, ja, ez a csávó most nem akar kijönni, tehát kellene a szeme. Tehát, hogy most akkor, na. Wie geht's dir? Besser, etwas besser. Das habe ich gebraucht. Dieses Medikament räumt so richtig im System auf, weißt du? Es beschleunigt den natürlichen Vorgang. Keine weiteren Details nötig, Sir. Danke, Maria. Hä? Bist du erkältet? Du hörst dich so anders an. Ja, eine Erkältung oder ich habe irgendwas. Ich muss gehen, Minelli. Danke für deine Hilfe, Maria. Nem kezd még egy cukrot? Na jó. April Ryan, du musst dich überwinden. Ja. Szóval ilyet nem hagyhatok itt neki? Nem. Szerves műanyag. Hát, és most? Ein Behälter für ein künstliches Auge. Er ist leer, also trägt er es gerade. Lehet, hogy... Nem? Ein Netzhautscanner. Gegenüber den genetischen Scannern schon ziemlich veraltet. Aber ich glaube, der... Oh nein. Das Überwachungssystem würde mir die Augen rösten. Ja. Pedig itt nem lehet semmi más csinálni. És ha visszamegyek... Ó! Oh! Várjál már! Ein Schraubenzieher. Der Servicemann muss ihn liegen gelassen haben. Vedd szépen föl. Csavarhúzó. És az... Ein Werkzeugkasten.
Ich wüsste doch mal nicht anerkühlen, heute. Sie können da nicht rein. Zutritt nur für Polizisten. Nee. Hat jetzt mein Mittag. Hau, was tut da geht, Chavo? Hat jetzt mein Mittag denn, hä? Hat ez egy elítélt, ahogy látom. Később kell ide visszajöjjek? Várja, csavarhúzó. Mihez kellhet csavarhúzó? Va. Várjál, ő a porttól folyamatosan köhögött, ugye? Tehát elméletileg... Ez lesz az. Tudok adni neki frissítőt. Figyelj. Das lockt den Polizisten nicht von seinem Posten. Ich muss mir was Besseres einfallen lassen. Heute den guten Samariter zu spielen wäre ehrbar. Würde mir aber nicht helfen, die Welt zu retten. Hat er einen Samariter? Nein. Ich weiß, dass er durstig ist. Aber ich kann mir im Moment kein Mitleid leisten. Irgendwie muss ich ihn dazu bringen, seinen Posten zu verlassen. Tudod, hogy mihez fog kelleni a csavarhúzó? Leszedni azt a cuccot ott, szerintem. Vagy kikapcsolni a lézert. De hogy tudom őt elcsalni innen? Ez az, ami még... Számomra még nem világos. Weitergehen! Nichts zu sehen! Gehen Sie weiter, Madam! Verdammter Staub! Hát... Állomás. Hogy lehetne őt innen elcsalni? Ezt egyelőre még mindig nem tudom. Őszintén szólva, fogalmam sincs, hogy tudom azt a rendőrt onnan elcsalni. Igen, ez ugye itt, ez itten megvan oldva. És most már ugye nem kell többet itt a konténerben utaznunk, mert ugye a főbejáratot megszereltük. Eltűnt innen a... Álljál csak. Ja nem, meg itt van. Ein weiteres unglückliches Opfer der anglo-pazifischen Kriege der 90er. Hát... Lehet, hogy csak ki kellett jönni pár percre, és akkor vissza kell menni. Lehet, akkor a Minelli már végzett? Na most jobb ötletem hirtelen nincs. Bár szerintem, én nem hiszem, szerintem először őt el kell innen valahogy... El kell neki terelni a figyelmét, és valahogy, tehát szerintem csak akkor tudunk bejutni az archívba, ha megszerzem azt ott. Bár nem tudom, mi közük van egymáshoz, de a játék logikája szerintem így fog működni. Van egy ilyen megérzésem.
És most már hajlandó vagy lemenni a pincébe? Nein. Nem, még mindig nem. Der Aufkleber am Regal befiehlt, melden Sie unfreundliches oder unanständiges. Verzeihung, Madam? Sie schon wieder, was wollen Sie denn jetzt? Ich hätte gern das Beschwerdeformular für unanständiges und unfreundliches Benehmen. Nummer? 31366. Warten Sie hier. Los, 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 los! Es verunsichert mich, dass... Mir mindig nem végzett a Ein Behälter für ein künstliches Auge. Igen. Also trägt er es gerade. De hogy tudom elérni, hogy kijöjjön abból a budiból, és letegye ide a szemét? Ez hogy? Mit csináljak? Die Duschen. Natürlich, ich könnte eigentlich eine Dusche gebrauchen. Aber nein. Hát... De nem lehet tovább menni. A többit már nem lehet kinyitni, ugye? Sergeant Anthony MacDonald. Igen. Eine Limonade reicht. Jó. Hát akkor... Most azon gondolkodom, hogy hova az összes eddigi helyszín közül hol tudnék használni akár, vagy mi tudna segíteni, vagy hogy... Fogalmam sincs, elképzelésem sincs, hogy hogyan lehetne elterelni a kinti rendőrtisztnek a figyelmét. Ki ott a lézerkerítésnél van. Fogalmam sincs, hogy kell, hogy ott mit vár el tőlem a játék. Ötletem sincs. Nincs semmi más. Abszolút semmi. Itt nem tudok csinálni már semmit. Itt kifogytak a lehetőségek. Itt a csávó egyébként eltűnt. A színész barátunk. Lelépett. Úgy tűnik. Neon tábla. Ez nekem nem segít. Mire gondolt itt a költő? Nem értem, az üdítőt miért nem lehet neki odaadni. Először tereljem el a figyelmét. Mi az üdítővel miért nem lehet? Tehát, hogy... Oh my god.
Ein magnetisierter Schraubenzieher. Eine Dose Bingo Classic Cola. Meine Lieblingscola. Nicht, dass es andere gäbe. Ein Blatt aus Organoplastik. Hát... Összeszólva... sötétben tapogatózom. Tehát egy... ötletem sincs. Megmondom őszintén, fingom sincs, hogy itt mit akar tőlem a játék. Hogy itt a készítők mire gondoltak. Elképzelésem sincs. Ha. Naplóban nem kaptunk semmilyen új, nem. Ott nem kaptunk érdekes módon semmilyen új bejegyzést. Várjál már! Hova tűnt a másik rendőr, a színész? Ő hova tűnt? Lehetséges volna, hogy őt kéne először valahol megkeresni? Kicsit gyorsabban haladjál, szépségem. Ein Müllcontainer. Und fast leer. Bis auf ein paar klebrige alte Zeitungen und Flaschen. Esetleg megkérdezhetem a kicsávót, hogy van-e ötlete, hogy hogyan lehetne elterelni a rendőr figyelmét, de nem hiszem, hogy fog tudni adni bármilyen hasznos információt. Attól tartok. Hi. Was willst du? Aha. Hát ez nekem nem segít. Egyik sem. Ez csak... Ich sollte mich lieber auf den Weg machen. Sei cool, okay? Nem tudok itt fölmenni egy... Nem. Nem lehet fölmenni a lépcsőn. Ich nehme lieber die Treppe. Miért csavarúzóval nem tudod megjavítani amúgy? Aha. Jó. Csak érdekes, hogy itt ilyen kék kurzor van, hogy... Miért van itt ilyen lehetőség? Der Boss. Seine Uniform weist ihn als Angehörigen der Westside Kings aus. In der ganzen Stadt hängen ihre Anwerbeplakate. Westside is the best. Eastside is the best. Er kann bestimmt gut mit dem Stahlrohr umgehen. Aha. Ich glaube, er ist in Schwierigkeiten. Ajaj. Szóval ki kidőlt. Az a csávó is kidőlt ott, az a csavargó. Ja nem, még él. Azt hittem, hogy... Kanyi munyi. Nézzek el a mozihoz. Itt van még a...
nincs már itt Cortez, vagy mondhatnám, hogy Manny. És így viszont én nem tudok visszamenni a moziba, szerintem nem is kell oda visszamenni amúgy, nekem az a tippem. Bárki tudja. Lehet, hogy majd később, de kizártnak tartom, hogy most. Azért jöttem ide, hogy gondoltam, hát ha talán itt lesz a színész barátunk, mert fogalmam sincs, hogy hol lehet. Dealer. De nem hiszem, hogy el kellett onnan jönni, csak szerintem olyan, az lesz a megoldás, szerintem megint valami totál nonsense megoldás lesz. Én arra számítok, hogy valami totál hülyeség lesz. Értelmetlen dolgot kell csinálni, hogy tovább jussunk. Attól tartok. De érdekelni, ez a színész csávó az hova tűnt. Este. Nézzünk el a kávézóba. De hát ott meg úgysem tudna segíteni senki szerintem. Aztán ki tudja. Na itt vannak itt új arcok. Nem, a főnök ott lelépett. Na, nem is baj. Kenyeret, több kenyeret nem tudok elvenni. Hát... Szerintem van egy olyan megjegyzésem, hogy a rendőrös területről nem is kellett volna elmenni, mármint hogy metróval. Szerintem ott helyben meg lehet oldani a dolgot, csak fogalmam is hogyan. Vele nem lehet beszélgetni. Hát... Wasserwerk Newport. Unvorstellbar, dass das ganze Viertel mal Industriegebiet war. És mi van akkor? Még egy utolsó dolgot hadd próbáljak meg. Még egy dolgot. Egy utolsó ötletem még van. Ein Polizist. Elfelejtettem, hogy nem lehet vele beszélgetni. Jó. Miért nem tudsz az úton futni? Miért kell minden esetre... egy autó sincs az utcán. Aj, miért nem tud itt egy szimplán az utcán így átvágni? Ez... My God. Na, még egyszer utoljára. Mi is a bajod?
Tehát, hogy miért nem vagy hajlandó neki odaadni az üdítőt? Semmivel nem tudom az üdítőt kombinálni, ugye? Semmivel nem lehet kombinálni. Neki oda lehetne adni. De azt mondja a lány. Ich weiß, dass durstig ist, aber ich kann mir im Moment kein Mitleid leisten. Irgendwie muss ich ihn dazu bringen, seinen Posten zu verlassen. Mert azt hiszem, az üdítővel tudom elérni, hogy elhagyja a posztját, de... Jó, illetve nem jó, de értem. Akkor csináljuk azt, hogy legyen már ennyi. Így is jó hosszú epizód lett megint. De... hát akkor szerintem meg fogom nézni sajnos megint, hogy mit kell csinálni, mert megint az... Azon olyan ponton vagyok, hogy fogalmam sincs. Szerintem egyébként addig a pontig a mai napon nagyon-nagyon jól tudtunk haladni, eddig a pontig, de itt egyszerűen őszintén megmondom, halvány lila, fogalmam sincs, hogy mit akar tőlem a játék, fogalmam sincs, hogy hogy kell az ő, hogy kell elérni, hogy ő elhagyja a posztját, nem tudom, ötletem sincs, úgyhogy annak meg nincs értem, hogy itt még fél vagy egy órán át próbálgozgatok a semmivel. Úgyhogy, ja, ezt meg kell nézzem. Utána kell olvassak, hogy itt mit kell csinálni. Úgyhogy addig is köszönöm a figyelmet, szavaztok!